lasse sie gerade so ein Stück weit vor mir kreisen, meine Rotbuche, und kämpfe dabei. Naja, ist ja jetzt wirklich nichts Neues. So ein Stück weit mit dem Wind, aber sind wir doch ehrlich, was wäre ein Video von My Bonsai & Koi ohne eine kleine Prise Wind? Macht's doch erst so richtig interessant. Aber eigentlich soll es ja das Bäumchen hier interessant machen, und ich sage jetzt erstmal Hi und herzlich willkommen bei eben My Bonsai & Koi. Ja, die Rotbuche, die hatte schon mal ein Video, und zwar war das, ich blende es euch oben ein, Bonsai 2021-31, und es war die Waldabmoosung. Ich habe also diese Rotbuche direkt im Wald abgemoost. Das hat auch hervorragend funktioniert. Und ich zeige euch mal ganz kurz, mit welchem Wurzelaustrieb dieses Bäumchen aus dem Wald kam. Und warum diese Wurzelfreudigkeit dieser Rotbuche jetzt zum Thema wird, das verrate ich euch auch gleich noch dazu, denn naja, die Ansprüche steigen, und ich laufe unheimlich oft an diesem Bäumchen vorbei. Es freut mich, dass er schön austreibt, aber die Rotbuche hat einen ganz großen, für mich zumindest einen ganz großen Fehler, und der liegt genau hier. Sie hat nämlich diesen Schwung, der mir im Wald so gut gefiel, aber naja, vielleicht habe ich auch nicht so genau hingeschaut, der einfach nicht hübsch aussieht, weil dünn, dick, dünn, nicht so dolle. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Baum, was vor 2 Jahren geklappt hat, sollte doch dieses Jahr dann auch klappen, einfach nochmal abzumoosen. Also die Waldabmoosung wird jetzt nochmal im Garten abgemoost, und das Ganze beginnen wir Anfang Juli 2022. Aber wisst ihr was? Ich zeige euch einfach mal das Manko. Zumindest für mich. Mir gefällt es einfach nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Genau um diesen Bereich hier geht es. Und jetzt schaut mal, wie der Baum hier aus dem Substrat kommt. Dann wird er hier unheimlich bullig, unheimlich dick. Und dann wird er wieder dünner. Und oh, was soll ich sagen? Nein, es gefällt mir einfach nicht mehr. Und deswegen, und damit ihr auch einen besseren Blick drauf habt, nehme ich ihm jetzt erstmal diese beiden Ästchen. Denn die stehen der Abmoosung 2022 schlicht und ergreifend im Weg. Und ich zeige euch mal, was ich konkret vorhabe. Zunächst mal sieht so aus wie ein verlegtes Rohr, ja, so ein Ableitungsrohr, was hier so ums Eck fließt. Nicht optimal. Deswegen werden wir zunächst mal perspektivisch bei dieser Rotbuche die Position ein Stück weit ändern, nämlich irgendwo in diese Richtung. Und wie schön wäre es denn jetzt, wenn wir hier in der Region irgendwo einen Wurzelansatz hätten. Würde doch ganz schnucklig aussehen, oder? Und genau das mache ich jetzt. Ich markiere mir jetzt mal die Stelle hier, wo ich abmoosen möchte. Den Ast hier, den nehme ich einfach mal mit rein. Ich glaube, es kann nichts schaden. Und das hier wird jetzt der Bereich, an dem ich abmoose. Ihr seht ja das Bäumchen jetzt leider nicht ganz. Das ändern wir kurz. Eventuell mache ich die Position vielleicht sogar noch ein Stück weit steiler. Aber das entscheiden wir, wenn die Abmoosung funktioniert hat. Da können wir dann immer noch ein bisschen spielen. Was ich nicht in die Abmoosung mit reinkriege, ist dieser Ast, den ich damals weggemacht habe. Der hat auch inzwischen gut Kalus gebildet. Und hier, ja, da machen wir nachher ein bisschen Wundverschluss drauf. Aber ich bleibe bei dieser Linie, die ich hier gezogen habe, nehme, wie gesagt, den hier noch mit rein. Und dann, was braucht man für eine Abmoosung? Man braucht ein Behältnis, am besten so, dass man es gut verschließen kann, und man 2 Löcher
für den Stamm hat. Da muss ich mich jetzt wirklich bei meiner Frau bedanken. Die hat nämlich kräftig über den Winter alle möglichen so Teile in meinem Auftrag gesammelt. Sie hat sie nicht entsorgt, nicht weggeschmissen. Die sind jetzt natürlich Gold wert. Natürlich braucht man dann auch noch Sphagnummoos. Wie das aussieht, das wisst ihr. Und ich habe hier noch was, nämlich ein klein wenig Wachstumsregulator, Clonex. Habe ich bisher nicht gehabt. Ich hatte bisher immer diesen Wurzelaktivator als Pulver. Das hier ist jetzt wohl ein Gel. Erstes Mal im Einsatz. Ich bin gespannt. Mal sehen, ob es was bringt. Ob es was bringt, werden wir eh nie erfahren, denn es gibt ja keinen 1:1-Vergleich, wie es ohne das Zeug gelaufen wäre. Geredet haben wir jetzt wahrlich genug und deswegen Schwester Skalpell, naja, besser gesagt Tapetenmesser, lasst uns beginnen. Ich nehme hierzu immer gerne ein Tapetenmesser, andere nehmen ein scharfes Messer. Für mich ist ein Tapetenmesser ein extrem scharfes Messer, deswegen nehme ich das jetzt hierzu und ich lasse jetzt hier schon einen größeren Abstand. Ich möchte, sagen wir es mal so, auf Nummer sicher gehen. Ich bin jetzt auch echt gespannt, wie gut die Rinde hier jetzt sich vom Stamm löst. Im Moment bin ich da eher pessimistisch gestimmt. Ich habe jetzt auch eins nicht gemacht, was ich sonst eigentlich ganz gerne mache. Ich befeuchte die Rinde immer gerne an dem Tag oder auch am Tag davor immer wieder mit so einem Besprüher, um da ein Stück weit mehr Wasser reinzubekommen. Also ihr seht, es geht gerade nicht so einfach, wie es gehen könnte. Und bevor ich euch jetzt hiermit langweile, würde ich sagen, zumindest mal das Befreien von der Rinde mache ich im Schnippschnapp Schnelldurchlauf oder lasse es vielleicht auch ganz raus. Es ist ja jetzt wirklich nicht ganz so spannend. Eine coole Farbe das Zeug, oder? Lila. Naja. Ja, ich habe den Wurzelaktivator oder das Dopingmittel für die Abmoosung habe ich ein bisschen eintrocknen lassen. Und jetzt, ja, jetzt kommt meine Plastikbox. Ich glaube, da war mal Salat drin oder irgend sowas oder Tomätchen. Die kommt jetzt hier zum Einsatz. Ich habe mir hier klein wenig Klebeband zur bereitgestellt, weil das Ding sollte ja auch gut verschlossen werden. Das Panzerklebeband habe ich mal wieder irgendwo hin verlegt. Da wollen wir nachher noch einen Streifen rundum ziehen, damit das richtig schön passt. Aber jetzt kommt natürlich das, was ganz wichtig ist, nämlich das Moos. Ich habe das Sphagnummoos hier schon gut eingeweicht. Tropfen tut es nicht, das macht aber nichts, denn wir werden natürlich nachher auch angießen. Feuchtigkeit ist natürlich so eine Geschichte und während ich hier Stopfarbeiten mache, kann ich euch noch kurz erzählen, dass die Rinde ziemlich schwer wegging. Also ich muss wieder dahin gehen, dass ich vorher gut gieße, dass einfach viel Wasser auf dem Weg ist. Und das ist ja auch immer so ein klein wenig ein Lotteriespiel, dass man alle Schichten erwischt, die die Nährstoffe nach unten bringen, aber trotzdem nichts erwischt, was das Wasser nach oben bringt. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen und vertraue jetzt da mal einfach auf mein Gefühl
So, das können wir hier ruhig fest reintun. Und natürlich erwarte ich jetzt, dass wir nicht wie beim letzten Mal so eine Faust an Wurzeln haben, sondern dass die sich hier drin auch schön breit machen. Jetzt wäre es natürlich noch die Krönung, wenn das Ding auch noch gut schließen würde. Aber schauen wir doch einfach mal. Zumindest das Loch habe ich gut gesetzt. Und jetzt sollte es Knack machen. Naja, so richtig Knack macht es nicht. Das heißt, auch hier werde ich eine Fixierung mit Klebeband noch drumherum machen. Ihr seht, ich habe hier oben ein Loch drin gelassen. Das ist wichtig wegen der Bewässerung. Wobei, eigentlich sollte ja genügend Wasser auch von unten kommen. Aber es schadet sicherlich nichts, wenn hier ab und zu mal auch was beim Gießen reinrutscht oder wenn es regnet. Ja, das war mal Baustelle Nummer 1 für jetzt im Juli 2022. Denn, das ist jetzt auch ganz wichtig, zumindest nach meinen Erfahrungen oder was man auch so hört, ich sollte hier oben jetzt nichts tun. Denn viel Grün hier oben bedeutet viel Nährstoffe nach unten und viel Nährstoffe nach unten bedeutet eine größere Chance auf Wurzelbildung. Allerdings wäre die Rotbuche jetzt eigentlich dran, so ein Stück weit einen, ich will es nicht Gestaltung, aber zumindest mal so ein paar Sachen wegzunehmen, ein paar Äste auf den Weg zu bringen. Und deswegen werde ich mir jetzt mal ein bisschen Draht holen und zumindest diese Äste, die extrem nach oben wachsen, versuchen ein klein wenig in eine Form zu bringen. Und das mache ich im Schnelldurchlauf, denn das ist jetzt wenig spannend, und zeige euch danach, was mich dabei so an Ideen und Gedanken getrieben hat. Vorsicht, richte ich die Äste jetzt so ein klein wenig aus. Es soll ja auch nur eine grobe Geschichte werden, dass ich mehr in die Breite gehe und mir nicht alles nach oben wächst. Und ihr seht auch, ich habe jetzt hier zum Beispiel der hier, der jetzt aus diesem Doppelast hier rausgeht, der wird für die Zukunft keinerlei Rolle spielen, aber ich will die Blätter behalten. Genau das gleiche gilt hier für diesen hier, der da geht hier, der hier mit Sicherheit spätestens im Herbst oder wenn die Abmoosung erfolgreich war, wird der auch abgeschnitten. Und hier oben, na, das könnte mal eine eventuelle neue Krone werden, weil dieses Stück hier natürlich, naja, auch nicht das Hübscheste ist. Also werden wir hier versuchen, eine Krone auszubauen. Ja, eigentlich würde ich jetzt natürlich deutlich zurückschneiden. Ups, wo bin ich denn im Bild? Hier bin ich im Bild. Würde ich natürlich sowas hier
abschneiden. Vielleicht würde ich mich sogar zu einem Blattschnitt jetzt noch entscheiden. Aber nee, dieses Jahr bleibt das aus. Dieses Jahr geht es einzig und allein darum, dass hier unten Wachstum entsteht in Form von Wurzeln. Das ist jetzt natürlich die Frage, hätte ich noch ein Jahr warten sollen, aber eigentlich der Baum macht einen vitalen, einen gesunden Eindruck. Und natürlich kommt hier jetzt auch gleich eine gehörige Portion Dünger drauf, damit viel Kraft nach oben geht. Ich werde die Buche natürlich jetzt in den Schatten stellen und schauen, dass es hier drin, ich kann hier so einen kleinen Fingertest immer machen, schön feucht bleibt. Und dann bleibt jetzt einfach abzuwarten. Was passiert? Habe ich hier oben weiterhin Wachstum? Das wäre ein gutes Zeichen. Und sehe ich hier drinnen irgendwann mal zwischen meinen grünen Klebebandstreifen kleine, feine, weiße Wurzeln? Im Moment kann ich es nicht sagen, aber wir werden das Rätsel lösen. Anfang September haben wir jetzt und damit sind wir genau 2 Monate nach dem Start dieser Abmoosung. Und was haben wir gesagt? Wir wollen Rätsel lösen. Ja, Rätsel Nummer 1, oben alles weiterhin grün. Ja, okay, so ein paar Blättchen kriegen langsam eine Herbstfärbung. Und ihr seht auch hier, ich musste hier einen der Drähte schon entfernen, weil ich Angst hatte, er wächst ein. Aber die viel entscheidendere Frage ist doch, was ist hier unten? Und hier unten haben wir natürlich erstmal das grüne Klebeband. Und nein, sie sind nicht weiß, sie sind hellbraun. Aber ich hoffe, man sieht das jetzt. Ich habe hier viele, viele, viele kleine Wurzeln, die irgendwie zu mir sagen, hol mich hier raus, hol mich hier raus. Und dann machen wir das doch einfach, oder? Ich würde vorschlagen, wir schauen mal konkreter rein. Ich löse hier gerade, oder ich mache hier gerade so eine Freifläche für ein Stück Pappe, das ich mir gebastelt habe. Und den Sinn und Zweck werde ich euch dann auch gleich erzählen, zumindest den von mir erhofften Sinn und Zweck. Jetzt gehe ich hier erstmal, mache ich mir hier so einen, na, hier habe ich eine Wurzel, weil ich nicht weiß, ob die von oben oder von unten kommt, bin ich da jetzt mal vorsichtig und versuche jetzt mal meine Pappe zum Einsatz zu bringen. Ihr seht, ganz normales Stück Verpackungsmaterial, Material heißt es dann doch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so da funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kein Testlauf hatte ich. Das soll jetzt hier so hin. Wie gesagt, Lösung kommt. Und jetzt kommt der ganz spannende Moment. Jetzt machen wir hier, jetzt klappe ich das nach unten, dass ihr aber was seht hier. Jetzt löse ich hier zunächst mal das grüne Klebeband, so es denn geht. Es verhält sich noch ein wenig störrig, ich weiß nicht. Ich schinde gerade Zeit, denn auch ich bin natürlich jetzt ein klein wenig aufgeregt. Abmoosung ist immer so eine Geschichte, die einen Spannungsfaktor mit sich bringt. Ja, ich bin nervös, was soll ich sagen? Anderes Wort fällt mir nicht ein. Ich habe ja nicht so viele Abmoosungen, wie jetzt zum Beispiel der Patrick. Von daher bin ich schon kräftig gespannt. Ja, warum habe ich jetzt diese Pappe dahin gemacht? Ich möchte einfach hier jetzt eine Trennung haben. Ja. Ich möchte haben, dass ich hier jetzt mich ein Stückchen ganz, ganz vorsichtig nach oben arbeiten kann. Und jetzt suche ich gerade mein Werkzeug und finde es auch. Denn jetzt werden wir uns hier mal, holen wir uns noch was dazu, wo wir das Sphagnummoos reintun können. Jetzt werde ich mich hier mal ganz vorsichtig, wirklich ganz, ganz vorsichtig durcharbeiten. Und wisst ihr was? Das machen wir in
einer etwas schnelleren Geschwindigkeit, damit ich euch nicht langweile, denn ich wüsste jetzt auch nicht, was ich euch erzählen kann. Ich bin auch viel zu aufgeregt, um euch irgendwas zu erzählen. Das war jetzt ein kurzer Schreckmoment, ich glaube, das war der kritischste Moment dieser ganzen Abmosung, als mir das ganze Ding nach unten gefallen ist. Aber ihr seht, nichts ist passiert und natürlich mache ich jetzt erstmal hier die neuen Wurzeln in ihrer ganzen Pracht. Also ich bin wieder begeistert. Die mache ich jetzt mal weg und ich mache auch, weil ich sehr üppig besetzt bin, ein paar weg, die ich eigentlich ja gar nicht mehr brauche, so wie hier diese kleinen. Auch die hier hübsch geworden, aber ich denke, die wird nicht überlebensnotwendig sein. Hier oben mache ich auch ein, zwei weg. Was mich sehr, 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 sehr freut, ist, dass der Wurzelkranz wirklich ziemlich ausgeglichen rund um meinen Stamm geht, den ich ein ganz klein wenig versuchen werde, hier zu kappen, noch mal ein klein wenig einzuschneiden, denn das brauchen wir ja nicht mehr. Das ist nur irgendwann mal ein Hindernisgrund, gut in den Stamm zu kommen. Und ich werde natürlich auch diese Stelle jetzt mit Wundverschluss mal zumachen. Ob das unbedingt notwendig ist, ich weiß es nicht. Aber ich mache es jetzt mal auch aus einem anderen Grund. Und wieder mal müsst ihr euch ganz kurz gedulden, warum ich das so mache. Ich erkläre es euch gleich. Ganz nebenbei natürlich der Stumpf, der hier jetzt noch drin ist, der bleibt da jetzt drin. Ja. Ich werde den vielleicht oben ein ganz klein wenig freilegen. Und dann schauen wir mal, vielleicht will das Bäumchen hier ja noch mal austreiben. Zu verlieren habe ich nichts. Auch hier werde ich natürlich Wundverschluss drauf machen, aber bei einer Abmosung spielt meistens das Unterteil keine große Rolle mehr. Deswegen kümmern wir uns jetzt ausschließlich um das neue Oberteil, um den neuen Baum. Und da habe ich natürlich schon, naja, wenn man Wurzeln haben will, eignen sich zwei Gefäße meiner Meinung nach perfekt. Das ist ein Teichpflanzkorb und das ist natürlich ein Teipot. Und weil ich jetzt aber keine Wurzeln habe, um den Stamm sinnvoll zu fixieren, werde ich den Baum einspannen. Und daher sind natürlich die Knubbel des Teipots optimal. Ich mache jetzt hier, ich habe hier schon ein Stück weit mein ganz normales Substrat drin. Und jetzt habe ich hier ein Stück Stein liegen. Und genau dieses Stück Stein, das wird jetzt eine gewisse Rolle spielen. Denn auf diesen Stein, merkt ihr, wir müssen noch ein Stück tiefer, das ist jetzt ein Spiel. Auf diesen Stein setze ich jetzt meinen abgeschnittenen und mit Wundverschluss versiegelten Stumpf. Und wir gehen noch ein Stückchen tiefer. Der Stein ist ganz schön hoch. Und wisst ihr was? Ich hole euch einfach in eine Perspektive, damit ihr auch seht, was da drinnen jetzt gerade vor sich geht.
und näher dran geholt. Und guckt mal, ich habe hier schon den Abdruck vom Stein und genau das ist es, was ich möchte. Wir hatten ja gesagt, eventuell setzt man den Baum ein klein wenig mehr in diese Richtung. Das seht ihr jetzt natürlich in der Kameraperspektive nicht ganz so dolle. Und ich nehme mir jetzt auch, weil ich ja unten schon ziemlich fixiert bin, hole ich mir hier mal kurz zwei Spanndrähtchen. Das wird jetzt gar nicht so einfach. Und spann den Baum hier mal provisorisch in sein neues Gefäß. Einfach, dass er mal da drin steht. Ich glaube, von der Höhe her passt das ganz gut. Der Stein hat natürlich auch noch einen zweiten Vorteil, denn ich verhindere damit, dass die Wurzeln an dieser Stelle direkt nach unten wachsen können. Und ich damit weiterhin einen möglichst flachen Wurzelballen herstellen kann oder hinbekomme. So, jetzt fülle ich erstmal mit Substrat hier rundherum auf und da muss ich jetzt natürlich noch nicht schauen, dass ich das in die Wurzeln einbaue. Auf was ich aber schauen muss, ist, dass ich jetzt zwischen Wurzeln und Stein keine Löcher reinbekomme, sondern hier auch ganz vorsichtig meine Wurzeln hier schon ein Stück weit in die Richtung nach außen ziehe, wo ich sie gerne hätte. Und trotzdem, ich drehe mal auf diese Seite, und trotzdem hier unten keine Lücken bekomme. Und jetzt ist es ja so, dass ich die Wurzeln wirklich dem Anschein nach, oder es ist ja auch ziemlich offensichtlich, dass die sich jetzt hier drinnen sehr, sehr gut gefühlt haben in dem Sphagnummoos. Und warum soll ich ein bewährtes System nun ändern? Zumal wir ja im September nicht mehr so viel Wachstum zu erwarten haben. Aber seht mal hier, hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Punkt, da will ich noch ein Stückchen mehr Substrat drunter bekommen. Denn ich möchte den Wurzeln nur ansatzweise, und das habt ihr jetzt sicherlich auch schon rausgehört, nur noch so einen kleinen Kranz an Sphagnummoos mit auf den Weg geben. Das liegt hier auch noch, also das ist sogar noch das gleiche Umfeld, das Bäumchen und die Wurzeln kennen. Das ist jetzt nur eine Geschichte, naja, die mache ich glaube auch eher für meine eigene Sicherheit. Das ist nichts Großartiges. Und da kommt jetzt natürlich gleich noch eine abschließende, seht ihr, so. Und da kommt jetzt natürlich noch wiederum eine Schicht mit meinem Substrat drauf, das sich, und ich sag's einfach mal wieder in diesem Video, zusammensetzt aus 40%, wie setzt sich's denn zusammen? Naja, sagen wir's grob, ein Drittel Akadama, ein Drittel Lava, ein Drittel Bims. So, das Ganze wird jetzt recht bündig hier gemacht. Das passt. Der Baum steht zumindest auf einer Seite gut. Aber es ist jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Wurzeln jetzt hier drinnen sich weiter bilden können, Feinwurzeln bilden können. Und die reißen mitunter recht schnell und einfach ab. Und deswegen fixiere ich den Baum jetzt so, dass er hier nicht drin wackelt und die Feinwurzeln sich richtig, seht ihr, das sieht gut aus, richtig schön hier reinbilden können. Und jetzt kommt natürlich auch noch der Punkt, ich suche gerade das entsprechende Werkzeug, hier ist es, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich meine kleine Rotbuche, die Abmoosung, der Waldabmoosung, ein Stück weit von Grünlast befreien werde.
Ich sehe hier, schaut mal hier, ich habe hier überall kleine Knospen, frische Knospen, die vermutlich schon auf das nächste Frühjahr warten. Und diesen Prozess jetzt, den werde ich natürlich beobachten, wenn ich merke, dass mir die Rotbuche anfängt zu schwächeln, werden wir noch ein Stück weit mehr Grünmasse nehmen. Jetzt machen wir hier oben noch einen Schnitt. Ich habe hier eine Knospe, 2, 3, 4, 5. Und das soll ja auch eventuell mal die Krone werden. Jetzt habe ich meinen Grünabfall hier weggestellt. Legen wir das einfach mal provisorisch beiseite. So, hier geben wir auch noch einen Nenuance zurück. Und da haben wir auch noch einen. Kommt Leute, ich will, dass das Ding funktioniert. Und ich euch nächstes Mal im nächsten Video ein Bäumchen zeigen kann, das sich vorzeigen lässt, ganz klar. Und ihr merkt, ich bieg schon wieder so ein auf die Zielgerade und ganz ehrlich, an einem trüben Sonntag im September hat mir meine Rotbuche für Sonnenschein gesorgt und zwar für richtig schönen Sonnenschein. Ich bin mega begeistert von den Wurzeln. Ich glaube, aber trotzdem hoffe ich natürlich auch, dass das Bäumchen diesen krassen Schnitt unten jetzt und die Versorgung von der Mutterpflanze oder von dem großen Wurzelballen im bisherigen Topf gut übersteht. Natürlich überwintert die Rotbuche frostfrei. Und dann, tja, dann wollen wir mal schauen, ob wir mit der Rotbuche gemeinsam eine neue Geschichte schreiben. Ich hoffe sehr. Ich denke auch. Und ich sage jetzt aber, danke, dass ihr auch heute dabei wart. Mal wieder eine Abmosung bei My Bonsai & Koi. Kommt ja nicht ganz so häufig vor. Umso schöner, dass sie erfolgreich war und die weitere Entwicklung hoffentlich erfolgreich ist. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, lasst mir gerne einen Daumen da und ich bin mir sicher, wir sehen uns nicht nur bei der Fortsetzung zu der Rotbuche, sondern irgendwann mal wieder bei My Bonsai & Koi. Ach übrigens, ganz einfach, freitags 18:30 Uhr gibt es immer ein neues Video mit irgendwelchen Bäumen. Und ich sage jetzt bis dann und wir sehen uns. Ciao, ciao, macht's gut. Traumhaft. Ich bin total begeistert.